Guten Morgen, ich freue mich sehr, an dieser Pressekonferenz teilnehmen zu dürfen, dass ich ein Teil dieses Buchs sein durfte und ja, begrüße alle sehr herzlich, insbesondere Frau Scherer-Bühler und natürlich auch Nivichal und auch alle anderen. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin unglaublich aufgeregt, bei dieser Geschichte dabei sein zu können, weil ich es früher, als ich Kind war, ehrlich gesagt, als ein Makel empfand, nicht ganz rein rassisch deutsch zu sein. Als Grundschülerin wurden, muss ich sagen, doch die ausländischen Kinder regelmäßig gehänselt und ich fühlte mich einfach immer mit angegriffen und wollte eigentlich dazugehören. Als ich dann aber später aufs Gymnasium kam und auch jetzt, wenn ich mit meiner Freundin Haya Chawi spreche, die ja auch Mitglied des DMK ist, muss man sagen, wie stolz und glücklich wir sein können, dass wir es so geschafft haben, weil leider nicht jeder die Möglichkeit hat. Und ich habe ein paar Gedanken aufgeschrieben, die ich Ihnen gerne vorlesen würde. Geboren als Tochter eines marokkanischen Gastarbeiters und einer deutschen Angestellten, traf ich im Laufe meines Lebens auf viele schöne Begegnungen, hatte aber auch mit Vorurteilen zu kämpfen. In einer Phase des jugendlichen Leichtsinns, die Pubertät, der Verlust meines Großvaters, der starb, haben meine schulischen Leistungen sehr nachgelassen und es kam dazu, dass ich eine Klasse wiederholen musste. Der neue Klassenlehrer hatte schon vorher Vorurteile, bevor er mich kannte. Ob ein Mädchen mit diesem Hintergrund, Migration, Eltern keine Akademiker, überhaupt aufs Gymnasium gehen müsse. Das waren ungefähr seine Worte zu meiner Mutter. Meine Eltern hatten beide leider nicht die Möglichkeit, solch eine fundierte Schulausbildung zu machen. Wie gesagt, mein Vater kam ungefähr 1969 nach Deutschland, um seine Familie in Marokko zu unterstützen. Und ja, Sie kennen die Geschichte. Das Fortkommen und die Bildung war den beiden sehr wichtig und meine Mutter hat mich locker gelassen und glücklicherweise gab es auch einige andere sehr hilfsbereite Lehrer und auch meine Freundinnen haben mich wirklich sehr mitgezogen und motiviert. Und durch einen wunderbaren Musiklehrer an der Schule, am Gymnasium, kam ich dann halt zum klassischen Gesang. Und so angespornt durch ihn, durch meine spätere Chorleiterin, durch meine Gesangslehrerin, die mich auf die Aufnahmeprüfung an der Hochschule vorbereitet hat, ja, habe ich dann mein Abitur gemacht, die Aufnahmeprüfung bestanden und konnte dann Gesang und Musikpädagogik studieren. Und ja, da spielte die Herkunft, muss ich sagen, überhaupt keine Rolle mehr, weil im Musikstudium kommen Studenten aus aller Welt nach Deutschland und auch an meinem späteren Leben am Theater. Ich war an verschiedenen Theatern engagiert, kommen die Menschen aus der Türkei, aus Russland und Amerika, überall her. Ja, und da spielte die Herkunft überhaupt keine Rolle und es war eigentlich schön, dass man so ein buntes gemeinsames Leben führen konnte. Rückblickend betrachtet bin ich sehr froh, hier aufgewachsen zu sein und unser Land bietet wirklich viele Möglichkeiten und Unterstützung. Und mein Motto des Lebens mit Bildung, Gesundheit, Willen und Ehrlichkeit kann man alles erreichen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz besonders meinen Eltern danken und meiner Familie. Eine wahrhafte Geschichte ist beispielsweise, dass meine Mutter in den 60er Jahren, 61, nach Deutschland kam mit meinem Vater als Analphabeten und als Raumpflegerin oder Stationshelferin hier in Berlin in einem Krankenhaus begonnen hat. Wahrheit ist, dass ich in der 7. Klasse ein großartiges Zeugnis hatte mit einer 5 in Deutsch, einer 5 in Latein. Eine 5 in Musik. Und es ist großartig, dass eben dieses Land und auch die Menschen zu diesem Land es trotzdem möglich macht, dass man von der 6. Klasse ins Gymnasium auf die Realschule geht, in die 10. Klasse wieder aufs Aufbaugymnasium mit Sport und Biologie sein Abitur machen konnte, trotz Flachsen im Kopf und dann irgendwie als Direktor einer Frauenklinik hier an der Charité endet. Auch ein großartiges Beispiel dafür ist, dass Vielfältigkeit, Diversität dieses Land weiterbringt. Und zwar gar nicht
mit der Frage, was tue ich für Marokko, sondern was tue ich für dieses Land, was tue ich für diese Menschen. Und inspiriert gerade von Miriam möchte ich Ihnen ein ganz kleines Gedicht vorlesen. An einem Montagvormittag aus der Charité eher unüblich, aber soll das ausdrücken, was wir alle fühlen und was auch der Code vielleicht der Sozialisation und auch der Veränderung ist. Heimat der Flucht. Menschen auf der Flucht verlassen viel, meist zu viel. Manche von ihnen sind für immer entwurzelt. Manche von ihnen werden niemals mehr den unvergessenen und den sie so betörenden Duft ihrer verlorenen Heimat riechen lassen. Und manche von ihnen bleiben für immer auf der Flucht nach einer Heimat. Und diese Menschen suchen nach einer Heimat, in der sie am lebendigsten sind. Und diese Menschen suchen nach einer Heimat, in der sie ihren Seelenfrieden finden. Und all das mit der nackten Angst, dass sie diesen wunderbaren Ort vielleicht niemals erreichen werden oder dieser sie nur enttäuschen wird. Und ich denke, wichtiger als die Identität ist die Umfeld. Und Heimat für mich ist das Land und der Ort, wo meine Gedanken, meine Melancholie, meine Albernheit und meine Sehnsucht nicht als fremd wahrgenommen wird. Und deswegen bin ich einmal dankbar, dass meinen Eltern uns Mut, Zutrauen geschenkt haben, aber auch, dass dieses Land eben das unterstützt. Ich ende aber gerne mit meinem Statement an, mit einer persönlichen Geschichte, weil bei allen institutionellen Hürden freut mich das immer wieder, wenn ich auf Menschen treffe, die eben die Vielfalt auch darstellen in verschiedenen Lebensbereichen. Und ich habe vor inzwischen 9 Jahren, glaube ich, mein Kind, mein Sohn in der Charité zur Welt gebracht. Und damals, ich hatte eine ganz schwierige Schwangerschaft, deswegen war ich dann auch der Charité und wurde betreut von Herrn Professor Kalasch, den würden Sie wahrscheinlich noch kennen. Unabhängig von der medizinischen Sache, ich habe wahnsinnig viel von diesem Mann gelernt. Ich glaube, er hat tatsächlich mein Leben gerettet, ja, ich bin gewachsen an dieser Situation. Und es hat auch was mit seiner Herkunft zu tun und mit den Kämpfen, die er selbst ausgetragen hat und diese Kraft, die er mir dann auch weitergegeben hat. Also deswegen habe ich hier auch tatsächlich eine ganz rührende Verbindung auch zu Ihrem Buch und auch zu Ihren Geschichten, weil das tatsächlich auch mein persönliches Leben tangiert. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde dieses Buch weiterempfehlen und ich freue mich, wenn Sie auch weiterhin so sichtbar sind und auch mit diesen tollen Beispielen und tollen Geschichten vorangehen.